weiter. Hier links drin ist jetzt ein Boss versteckt. Der kommt dann übrigens auch angerannt, glaube ich. Haben alle angerannt. Letzten Ratten hier ganz hinten in der Instanz versteckt, hinter der Falltür. Ich weiß auch nicht, was der hier macht. Also, wäre nichts für mich hier, so eine 1 Quadratmeter Wohnung ohne Toilette. Aber gut, jedem das seine. Kann man ja auch prima als Bett benutzen, wenn man genug gesammelt hat. Ja, schwere Rüstung. Surprise, surprise. Ist wahrscheinlich was für unseren Palla. Oder auch nicht. Naja gut, wenn er es nicht will, dann will er es halt nicht. Setzen wir mal die andere Seite noch. Wie gesagt, sonst kommt alles angerannt. Das wäre unschön. Oh, 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 das war mies. Das war ganz mies. Wie hast du das denn hinbekommen? Wer hat denn hier alles gepult, bitte? Wer war so intelligent und hat hier alles gepult? Wir machen das mal so und dann bomben wir nochmal los. Wer hat denn hier alles gepult? Das gibt es ja gar nicht. Du bist auch so ein Genie, wer auch immer es war. Knappe Sache. Das waren jetzt mindestens 8 Mobs, aber es war nicht schlecht. War auf jeden Fall spaßig, das wegzubomben. Aber es war ungeplant. Unser Palla musste Hand auflegen benutzen, was ihn nun seine kompletten HP heilt. Ist halt so ein... Ich glaube, das hat halbe Stunde Cooldown. Kannst dich einmal um deine kompletten HP heilen, instant. Wir haben schon wieder geaddet, aber es sind diesmal nur 5. In Anführungszeichen nur. Alleine wäre das auch ein bisschen nervend, aber hier in der Gruppe, das geht schon. Zu viele AE-Effekte, ich komme nicht klar. Ich sehe gar nicht mehr, wer was ist und was überhaupt. So, jetzt hier den Raum noch und dann haben wir es geschafft. Also... die Gruppen. Der Boss kommt ja erst noch. Hört auf zu bomben, ihr seid keine Magier. Drecks, Mobs. Ihr seid Magier. Okay, ich habe nichts gesagt. Die heißen Hexer, Hexer. Ihr könnt nicht bomben, ihr seid Hexer. Hexer können nur Feuer schmeißen, aber die können nicht so bomben wie ein Magier. So, jetzt kommt der Endboss der Instanz. Der kompletten Instanz. Also vom kompletten Kloster. Ist nicht so schwer insgesamt, der Boss. Aber er ist schon ein bisschen anders als zuvor die Bosse. Weil er halt ein bisschen was Besonderes macht. Er will sich halt besonders fühlen, deswegen macht er ein bisschen was, aber er kann eigentlich gar nichts. So in etwa. Na komm. Na los. Hab ich denn meine eisigen Adern? Sie müssen geläutert werden. Dahin. So, und jetzt schmeißen wir die rein und klöppeln ihn um. Natürlich klöppeln wir nicht um, nämlich passiert gleich Folgendes. Bei 1 HP wird er plötzlich zu Chuck Norris. Nee, doch nicht. Das passiert gleich. Genau, das wird mit der passieren. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Die wird nämlich bei 1 HP zu Chuck Norris. Na, dann halt bei 30%. Ja, immun gegen alles und heilt sich komplett hoch, rettet ihren Freund. Steht auf. Ja, was soll man machen? Miese Schweine. Aber das war's auch schon mit dem Boss eigentlich, also mehr macht er nicht.
Der wirft jetzt gleich noch eine Bubble an, wie es halt Paladine machen. Werden wir gleich sehen. Versuch, jetzt ist er immun gegen alles. Komm schon, schmeiße dran. Jawohl, da ist die Bubble. Ruhestand hat er leider nicht parat. Der ist auf Cooldown, schätze ich mal. Jetzt ist er immun gegen alles. Wir können nichts machen. Seht ihr, immun. Und immer noch immun. Ja, typisch. Und jetzt hauen wir ihn um. Und das war das scharlachrote Kloster. Und ein Hut, der ist nett. Den versuchen wir mal mitzunehmen, wenn wir Glück haben. Jawohl, den haben wir gewonnen. Das ist der beste Stoffhut auf dem Level. Ja. Jo, das war das komplette Kloster. Jetzt haben wir alle Teile gesehen. War ich auf dem Friedhof? Ja, ich war auf dem Friedhof. Oder? Ich war auf dem Friedhof. Auf jeden Fall. Und wir sehen jetzt... Oh, das ist natürlich genial. Alle Quests hier mit den Seiten und so sind gelb. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch abgeben gehen. Was haben wir hier noch? Zu bla, will ich nicht machen. Das können wir machen. Das können wir auch machen. Okay, ja. Ich habe eh noch Zeit, insofern fliege ich mal schnell nach oben. Und hier ist auch noch ein Ausrufezeichen irgendwo. Du hier, was willst du von mir? Ah, oh, die Quest ist sehr high. Ja, die ist noch rot. Ja. Ne, wir fliegen jetzt nach oben, geben da die Quest ab und holen uns das zweite Level ab in dieser kurzen Zeit ab. Unfassbar. wo ist denn hier Flugfuzzi? Da bist du. So, kurz hier hoch. Durch den Kopf. Kurzer Cut. Weiter geht es. Und zwar direkt am Lager. Und wir geben die Quest ab. Ehre dem König. Mit einem Topf. Irgendwas, ja, keine Ahnung. Das Licht Signal. Topf herbringen. Was auch immer der damit vorhat. Ich will es gar nicht wissen. Mach, was du willst. Jeder hat seine Vorlieben. Ich verurteile da niemanden. Und wir gehen jetzt diese ganzen Kapitel hier abgeben. Das gibt auch nochmal schönen Batzen an EP, muss man sagen. Jump! Piu! Blinzeln. Ja. Jetzt werde ich noch ca. 1000 Mal in diesem Let's Play machen, weil ich es einfach liebe. Und hier sind sie schon, unsere Freunde. Was können wir abgeben? Beherrschen der Pantherjagd. Das ist bei dir. Braucht ihr Hilfe? Jawohl. Und was willst du? Kapitel. Ja, bitteschön. Eins. Und zwei. Und drei. Ne, das ist vier. Egal. Und immer noch drei. Und jetzt das hier. 7000 Norbert EP. Herrlich. Level up. Oh, das hat aber genau gepasst. Das hat aber ganz genau gepasst. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Letzter Punkt hier oben rein. Und dann können wir endlich die Eisbarriere als nächstes skillen. Die ist extremst genial. Das nur mal nebenbei. So, jetzt haben wir auch wieder haufenweise Bequest. Da. Dschungelpirscher. Singender Kristall. Ja. Okay. Die letzte Quest ist da oben. Die machen wir dann beim nächsten Mal als erstes. Habe jetzt keinen Bock drauf mehr. Oder vielleicht machen wir auch nochmal PvP als erstes, weil das war ja gerade eben sehr genial. Was das an EP gegeben hat, das könnte ich nochmal gebrauchen. Außerdem bin ich jetzt Level... Oh, ich könnte Skills lernen. Ich gehe Skills lernen. Das fällt mir gerade ein. Geistblitz. Skills. Bevor ich wieder hier Flames kriege, lernt nochmal Skills regelmäßig. Ja, mach ich ja. Ist ja gut. Hat auch euch zu beschweren.
Arkane Explosion und ein neuer Mana-Edelstein. Das ist natürlich auch genial, weil der alte ist langsam überholt. Weg damit. Und jetzt können wir uns den neuen machen. Der macht schon mal mehr Mana. Jawohl. Und Feuerschlag neu. Frostblitz, neuer Frostblitz. Ja, das hat sich doch gelohnt. Schönen Tag auch. Neuer Rang von Frostblitz ist nicht schlecht. Das gefällt mich. Und ja, dann mache ich an dieser Stelle für heute Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft. Bis dahin, ciao.